Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist heute der dritte Tag vom Food Birthday und der gute Villian lächelt mich schon an, beziehungsweise schaut mich brutal grimmig an. Keine Ahnung, warum die so ein Agro-Bild von ihm ausgesucht haben. Aber die Karte sieht auf den ersten Blick schon mal richtig nice aus, Jungs. 91 Tempo, 90 Dribbling, 87 Schuss, 86 Pass und natürlich der Position Change auf ZOM, wo man ihn natürlich auch viel, viel besser verlinken kann, vor allem mit seiner Nationalität Brasilien. Ja, da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Jetzt ist er besser verlinkbar zu einem Neymar, zu einem, ja, fällt mir jetzt keiner an, aber Vorführeffekt, es gibt viele, viele Brasilianer, Jungs, ihr wisst Bescheid. So, 1,75 groß, ist okay für einen Flügelspieler. Ich sehe ihn als Flügelspieler, Jungs. Ich gucke jetzt gar nicht auf ZOM oder Stürmer oder was weiß ich auch, sondern ich sehe ihn wirklich als Flügelspieler, deswegen werde ich ihn auch so bewerten. Starker Fuß rechts, schwacher Fuß 4 Sterne und Spezialbewegung 4. Geht total fit. Wie gesagt, 5 Sterne Spezialbewegung wäre leckerer gewesen, aber 4 Sterne nimmt man auch mit. Also finde ich nicht schlimm, Männer. So, kommen wir mal zu den Attributen. 94 Antritt, richtig stabil. 88 Sprintgeschwindigkeit. Ja, geht ein bisschen unter. Es gibt wirklich viele, viele Spezialkarten mit sehr, sehr hohen Sprintgeschwindigkeiten. Nimmt man einen Limbombe, nimmt man einen Davis, die Stars, alles mögliche. Gibt es wirklich viele, viele Flügelspieler mit einem besseren Tempowert. Deswegen, na, muss man da definitiv mit einer Chemistry-Karte nachhelfen. Würde ich euch definitiv empfehlen. Die Schusswerte, Stellungsspiel 90, gefällt mir richtig, richtig gut, Jungs. Gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Abschluss auch mit 87, durchaus legitim, kann man auch mitnehmen. Schusskraft 89, Fernschüsse 91, also ist wirklich richtig, richtig gut. Volley 76 und Elfmeter, da drücken wir jetzt mal zwei Augen zu. Ist jetzt nicht so wichtig für einen Flügelspieler, aber ja, hätte auch trotzdem besser sein können. Passspiel. Mit 86 Pass, mit einer der schwächsten Werte, sage ich mal, Defensive und Physis ausgeklammert. Aber ja, mal gucken, was da auf uns zukommt. Übersicht 89, top. Also die Übersicht hat der gute Mann. Das heißt, er sieht auch die Mitspieler, also die künstliche Intelligenz, sieht die Mitspieler auf dem Platz, die auch von Gegenspielern bedeckt worden sind. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Cristiano Ronaldo auf dem linken Flügel ist, Villar ist Mittelfeld rechts und es sind 6-7 Spieler, die zwischen den beiden sind, er kann den Pass trotzdem spielen. Denn wenn die Übersicht niedrig ist, wird der Pass nicht ankommen. Hat man eine hohe Übersicht, kommt der Ball an. Kurz mal erklärt, kurze Definition. Aber wir machen jetzt weiter. So, er ist ja ZOM-Spieler, aber ich sehe ihn auf dem Flügel. Und der Flankenwert mit 81 stört mich enorm, Jungs. Da gibt es wirklich die eine oder andere Special-Karte, die viel, viel besser flanken kann. Ich weiß jetzt noch nicht, was er kostet. Aber wenn er teuer sein wird, wäre das ein Kritikpunkt für mich, ihn nicht abzuschließen. Also 81 Flanken gefällt mir wirklich überhaupt nicht. Freistoßpräzision 89 finde ich jetzt nicht so wichtig. Es gibt immer wieder einen anderen Starspieler, der diesen hohen Wert hat, der hohe Freistoßpräzision hat. Deswegen gucke ich da jetzt auch mal nicht hin und gucke mir lieber mal kurzer Pass und langer Pass an. Also 86 kurzer Pass für einen Flügelspieler ist okay. Kann man durchaus mitnehmen. Und 82 langer Pass ist für einen Flügelspieler auch ein guter Wert. Ja? Die meisten Flügelspieler haben den Wert unter 70, unter 75. Von daher ist das gut so. Aber er ist ja eigentlich ZOM-Spieler und die Passwerte für ZOM passen gar nicht. Also falls ihr ihn überlegt, abzuschließen und auf der 10 zu spielen, würde ich euch nicht empfehlen. Der Passwert ist einfach viel zu schlecht. Deswegen ja auch die Empfehlung, ihn auf dem Flügel zu spielen. Gucken wir uns mal Dribbling an. Er hat im Gesamten einen Dribbling-Wert von 90. Und die Beweglichkeit mit 93 und 82 erinnert ein bisschen an Luis Figo Moments. Will ich jetzt nicht rummeckern, aber er ist 1,75 groß, deswegen hätte ich mir eine höhere Balance gewünscht. Wirklich, hätte ich mir eine höhere Balance gewünscht, Jungs. Aber man kann ja nicht alles haben. Reaktion 85 ist ein guter durchschnittlicher Wert. Ballkontrolle 87 und Dribbling 92, da kann man definitiv nicht meckern. Und bei der Ruhe hätte ich mir vielleicht so eine gute 86, 87 gewünscht. Denn, ja, wenn er zum Abschluss kommt und es sind viele Verteidiger um ihn herum oder er wird von einem Verteidiger gestört, wird das ihn beeinträchtigen beim Abschluss. Also ich sehe ihn jetzt eher auf dem Flügel als quirligen Spieler, der sich an die Grundlinie durchsetzt, nicht unbedingt flankt, sondern den Weg in den 16er reinsucht und dann den Rückpass spielt. Kann aber auch Tore schießen, das heißt, wenn ihr 1 gegen 1 gegen Torwart sein oder euch über außen durchgekämpft habt und den guten Winkel zum Schießen habt, könnt ihr mit dem auch durchaus mal schießen, Jungs. Defensivwert schauen wir uns jetzt gar nicht an, das sieht wirklich nicht lecker aus, das ist McDonalds-Farben, rot-gelb. Schauen wir uns lieber mal die Physis an und die Sprungkraft ist wirklich erbärmlich. Ja, da kommt keine 20 cm vom Boden hoch, aber naja, Aggressivität ist auch erbärmlich, Jungs. Also der hat diesen Luck-Faktor wie Ben Yedder, wie Messi nicht. Ja, ist wirklich erbärmlich, ja. Ausdauer 89 für den Flügelspieler richtig gut. Ja,
das war es eigentlich auch schon zu den Werten, Jungs. Im Großen und Ganzen habe ich euch schon gesagt, was ich von der Karte denke. Kann man wirklich durchaus machen, wenn man viele Brasilianer im Team hat oder auch ein Premier League Team hat und keinen guten Rechtsflügel hat, kann man ihn wirklich durchaus mitnehmen. Ist für mich kein Flankengeber, ist eher der Dribbler, der Quirlige, der einen guten Passwert hat, der aber auch Tore schießen kann. Ich werde ihn definitiv nicht abschließen. Ich habe einen guten Rechtsflügel mit Douglas Costa, Food Birthday. Schauen wir uns mal lieber an, was er kostet. 85er Teambewertung mit zwei Brasilianern und hier auch 85er Teambewertung mit zwei Chelsea-Spielern, genau. Es werden keine Team of the Week-Spieler required, ja. Deswegen denke ich, wird er jetzt gute, ja, bei 100.000, also 150 bis 200.000 wird er kosten. Muss nicht unbedingt sein, Männer. Muss nicht unbedingt sein, diese Karte. Falls ihr trotzdem Bock auf ihn habt, könnt ihr ihn gerne abschließen. Ist keine schlechte Karte, aber ich denke, da gibt es wirklich die ein oder andere bessere Karte, die man spielen kann. Zum Beispiel allein eine Goldkarte von Neymar würde ich vorziehen. Jungs, das war's von der Review zu dem guten William. Falls dir das Video gefallen hat, kannst du gerne einen Daumen da lassen. Würde mich super freuen. Ansonsten schönen Tag noch und ade. Jetzt nehme ich